uns der 1-0-Schütze. Wie war das Tor für dich aus deiner Sicht? Wahnsinn. Die Emotionen danach kann man kaum beschreiben. Wir kommen hier nach Hadern. Heimspiel in Hadern, das ist der Wahnsinn. Ganz großes Kompliment an die Fans. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Gänsehaut gehabt. Und das 1-0 war, glaube ich, auch immens wichtig, damit wir ein bisschen Ruhe haben und ein bisschen sicherer spielen konnten. Wie war das für dich mit dem Wetter? Es war ja doch am Anfang schon krass mit dem Regen. Seid ihr da gut zurechtgekommen? Genau mein Wetter. Und der Platz war eh schon schlecht. Also schlechter konnte er eigentlich gar nicht mehr werden. Von daher war das kein Problem für uns. Und über die 90 Minuten jemals gezweifelt, dass ihr nicht drin bleibt? Nee, wir hatten eigentlich schon. Wir sind mit einem guten Gefühl hierher gefahren. Wussten, Hadern ist gefährlich. Hadern kann viele Tore schießen. Aber der Glaube an die eigene Stärke ist in den letzten Wochen schon immens gewachsen. Und wir wussten, was wir können. Und ich glaube, wir sind es verdient drin geblieben. Ja, nächstes Jahr wieder Bezirksliga. Was geht heute Abend ab? Das werden wir sehen. Wir fahren jetzt erstmal mit den ganzen Fans nach Berg und dann wird das Vereinsheim abgebrannt. Gibt es überhaupt einen Morgen? Das werden wir sehen. Okay, danke.